Erster Redner in der Debatte hat Herrn Christian Ströbele von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben einen Gesetzentwurf eingebracht, mit dem wir die Streichung des Paragraphen 103 im Strafgesetzbuch erreichen wollen. Und zwar nicht erst in der nächsten Legislaturperiode, sondern jetzt und zwar sofort mit der Veröffentlichung im Gesetzblatt. Wir brauchen in Deutschland keinen Strafrechtsschutz gegen Majestätsbeleidigung. Der Majestätsbeleidigungsparagraf passt in unsere Gesellschaft nicht mehr rein. Er ist auch nach Auffassung der Kanzlerin entbehrlich. Ich sage, er ist nicht nur entbehrlich, sondern er ist auch gefährlich, weil, wie Kommentatoren immer wieder zu den Paragraphen auch geschrieben haben, er verführt dazu, dass Despoten versuchen, mithilfe dieses Paragraphen Kritik an ihren Fehlhandlungen öffentlich werden zu lassen. Das war schon immer eine Gefahr, und dem wollen wir vorbeugen. Wir brauchen einen solchen Schutz auch nicht, denn auch Majestäten sind Menschen. Und alle Menschen sind durch den Paragraph 185 vor Beleidigungen geschützt. Wir müssen da nicht Unterschiede machen, schon gar nicht in einer demokratischen Gesellschaft, wo es ja eigentlich gar keine Majestäten mehr geben soll. Nun sind, wenn man so die Zeitung liest und die Kanzlerin im Fernsehen erlebt, eigentlich alle dafür, das abzuschaffen, diese Vorschrift. Da fragt man sich, wo ist eigentlich das Problem? Sie haben ja noch ein Problem, habe ich heute Morgen im Fernsehen gesehen, dass Sie noch das Außenministerium einbeziehen wollen. Aber die Kanzlerin hat ja schon angekündigt, dass ein Gesetzentwurf von der Bundesregierung vorgelegt wird. Ich nehme an, das hat sie auch mit Ihnen abgesprochen. Und der Bundesjustizminister hat auch schon einen Entwurf fertiggestellt, der liegt also auch da. Wenn sich hier alle einig sind, woran liegt es, dass das nicht ganz schnell verabschiedet werden kann? Und da sage ich, das Problem ist die Majestät Erdogan, die ein nachhaltig gestörtes Verhältnis zur Pressefreiheit, zur Meinungsfreiheit und zur Kunstfreiheit hat. Und das Problem ist die Kanzlerin, die versucht, diesem Herrn Erdogan, dieser Majestät, alles recht zu machen. Und daraus kommt dieses Problem, mit dem wir uns heute hier zu beschäftigen haben. Die Kanzlerin hat am 15. April eine Erklärung abgegeben im Fernsehen, in der sie erklärt hat, das ist, glaube ich, einmalig in der Geschichte, sie ermächtigt ein Ermittlungsverfahren und Strafverfahren gegen Herrn Böhmermann auf den Antrag, den Strafantrag des Herrn Erdogan hin, und sie gibt die Ermächtigung dafür. Gleichzeitig, im gleichen Atemzug, also zwei Sätze später, sagt sie, aber diese Vorschrift wollen wir abschaffen. Allerdings erst im Jahr 2018 soll das in Kraft treten, also in der nächsten Legislaturperiode. Das ist ein Vorgang, glaube ich, so einen hat es noch nicht gegeben, jedenfalls habe ich einen solchen noch nicht miterlebt. Und die Kanzlerin, und jetzt kommt das Nächste, die Kanzlerin sagt, na ja, wir machen das ja nur, weil wir uns in die Justiz nicht einmischen wollen, weil die Justiz soll natürlich entscheiden darüber, ob da ein Straftatbestand gegeben ist und ob man bestrafen soll. Das ist ja richtig. Nur darum geht es überhaupt nicht. Die Justiz wird sich mit diesem Fall ohnehin beschäftigen und wird klären, ob das eine Beleidigung war, was Herr Böhmermann gemacht hat, ob es dafür Rechtfertigungsgründe gibt, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit. Das wird ohnehin die Justiz machen. Hier ging es um eine politische Entscheidung der Kanzlerin. Gibt sie die Ermächtigung? Und das ist nur in ganz wenigen Vorschriften des Strafgesetzbuches vorgesehen, dass die Bundesregierung eine Ermächtigung geben muss. Die muss sich natürlich nach politischen Überlegungen richten. Das Schlimmste aber ist daran,
dass die Kanzlerin nicht sagt, worum es eigentlich geht. Und die Verlogenheit dieser Politik führt zu Unzufriedenheit in der Gesellschaft überall. Sie sagt nicht, dass es darum geht, dass sie Herrn Erdogan besuchen wollte und dass sie das Klima und die Stimmung dafür vorbereiten wollte, dass sie ihm Recht gibt und sagt, das wird jetzt hier in Deutschland verfolgt. Ich habe die Ermächtigung erteilt. Dieser Kotau vor der Stimmungslage von Herrn Erdogan, dieser Majestät oder dieses Sultans, das ist der eigentliche Grund und das darf deutsche Politik nicht bestimmen. Das darf auch nicht bestimmen, ob ein Strafverfahren durchgeführt werden ist. Das sind keine politischen Überlegungen. Die Kanzlerin weigert sich, die eigentlichen Gründe hier im Deutschen Bundestag in der Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen. Man kann ja auch darüber diskutieren, was tun wir alles für ein gutes Verhältnis zu der Türkei und was tun wir nicht, wo ist da die Grenze. Aber sie kann nicht drum herum reden. Wir verlangen von ihr, dass sie sagt, warum sie so entschieden hat und dass sie diese ihre Auffassung hier zur Diskussion stellt. Der lange Rede, kurzer Sinn. Wenn alle dafür sind, laden wir Sie ein, für unseren Gesetzentwurf zu stimmen. Sie können auch, Herr wir sind Kollege, da ganz Sie flexibel, müssen zum Schluss kommen, einige auch wenn Sie Zusätze nicht schauen. Dazu machen, haben wir gar nichts dagegen. Wir wollen nur, dass das Inkrafttreten dieser Streichung nicht erst in die nächste Legislaturperiode verschoben wird, wer weiß, was dann ist, sondern wir wollen die vom Fall Böhmermann lostrennen, dann sind sie auch Kollege, die ganzen Probleme mit Herrn Erdogan los, weil Schluss. In dem Augenblick kann das Verfahren gegen Herrn Böhmermann nicht mehr durchgeführt werden.